Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Let's Play Crypt of the Necrodancer. Mein Controller funktioniert direkt nicht. Oh, er funktioniert wieder. Yeah! Okay, das heißt, heute... Was hast du denn für gute Sachen? Sehr gute Sachen. Auf jeden Fall klasse, ja. Unser Freund, der Diamante-Dealer, ist auf jeden Fall wieder richtig gut dabei. Wir haben übrigens Aria freigeschaltet. Ich werde sie jetzt nicht picken, aber ich sag euch, was sie macht. Und zwar, hat die einen Dagger und die hat nur ein halbes Herz. Und ja, die darf den Dagger nicht ablegen und natürlich keinen Schaden nehmen und sie darf auch keinen Beat skippen. Wenn sie einen Beat skippt, hat sie verloren im Prinzip. Also ziemlich heftige Sache hier. Und ich denke, wir spielen mit dem Monk. Yeah! Warte mal, habe ich da echt gar nichts? Ach ja, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, bei Aria gibt es nur Zone 4 und mehr nicht. Das werde ich dann wahrscheinlich aber mal offscreen machen, weil es ziemlich heftig ist. Oh nice, wir haben ein Monokel gekriegt, wieso? Hä? Oder hä? Wieso haben wir das gerade gekriegt? Ich meine, ich habe doch gar nichts gekauft. Auf jeden Fall, Leute, ihr wisst Bescheid. Der Monk hat den Schwur, den Eid der Armut abgelegt. Und deswegen dürfen wir kein Gold aufsammeln, sonst sterben wir. Und das ist echt... Das dürft ihr... Oh Gott! Das Blutschwert, das habe ich gerade nicht gut gemacht. Ihr seht schon, das ist sowas von eine Gewohnheit. Das ist übelst der harte Modus eigentlich. Ich glaube, das muss man die ganze Zeit suchten. Und im Prinzip sind da übelst viele Minen auf dem Feld, wo ihr instant tot seid. Das ist natürlich... Das ist natürlich dann... ziemlich heftig. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Da habe ich... Gold aufgesammelt. What the hell? Egal, Leute, ihr seht schon, das ist nicht einfach hier. Das ist einfach die Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit greift einfach ein. Da ist der Eid der Armut oder der Schwur der Armut. Keine Ahnung, was die so machen, die Mönche hier. Mit ihren wunderbaren Haarprachten. Ich weiß es nicht. Ja, ne, mein Freund. Oh Gott, hör doch auf. Warum? Okay, jetzt, ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Jetzt muss es einfach klappen. Ja, weißt du, der versperrt mir hier schon wieder den Weg. Klasse, da kann ich gar nicht die Rüstung aufsammeln. Weißt du, ich stelle mir das so widerlich vor. Bei Bossfights, wo einfach viel los ist, ne? Was will ich denn da groß machen? Ich glaube, der wirkliche Spielmodus bei Monk ist einfach im Prinzip so wie doof. Also ja gut, der Golddagger, ne? Also wirklich, also arg viel trolliger wird's nicht. Und wir kriegen tatsächlich alles. Oder wir kriegen nur ein Item, ne? Ne, nur ein Item, okay. Nevermind. Aber wir müssen uns entscheiden, wir kriegen das wenigstens kostenlos. Das Problem ist, wenn dann mal kein Gegner vor mir ist und ich dann versehentlich in Gold reinspringe, dann ist das Geheule groß. So, jetzt pass mal auf, vielleicht kriegen wir hier noch was raus, ne? Zack. Hervorragend. Oh ja. Das könnte uns sehr aushelfen. Ich meine, wir haben leider nur ein Damage momentan. Deswegen, naja. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja noch was. Wenigstens droppen die Affen kein Gold, Leute. Und wisst ihr, was auch so ein richtiger Troll ist? Wenn über dem Eingang Gold liegt, Leute. Es ist mir schon mal passiert. Ich dachte erstmal, cool. Dann warten wir jetzt, bis der Song zu Ende ist, weil ich habe natürlich keine Bombe gehabt, mit der ich das wegspringen hätte können. Weil man kann ja Gold hochjagen, ne? Man braucht nur genug Dynamit und dann geht das schon, ne? Es gibt übrigens ein Achievement. Da muss man in einem grünen Schleim sterben, ja? Und ich dachte, ja gut, laufe ich mal dagegen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach nur der absolute Troll. So, ich glaube, wir brauchen hier gar nicht rumzueiern. Warum bin ich eigentlich hier runtergegangen, ne? Wer weiß, ist Gewohnheit. Oh ja. Hab schon überlegt, die Startmusik, also das habt ihr, glaube ich, nur einmal gehört, als ich das Spiel halt zum ersten Mal gestartet habe, als Lobbymusik reinzumachen. Und das, Junge, das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Einfach mit dem ganzen Gold. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Komm her, mein Freund. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass der Ring of Instant Gold aufsammeln der absolute Runkiller ist, ne? Also, wenn ich jetzt nicht direkt einen anderen Ring daneben habe, ja gut, eigentlich bin ich schon sowieso direkt tot, weil, ja, ne? Ich meine, irgendwo wird sowieso Gold rumliegen. Oh, schön, ein Diamant. Schaut ihn euch an, wie er wunderschön glänzt in der Sonne. Ich finde ihn super schön. Oh Gott! Was habe ich dir angetan, Boy? Och, komm schon. Weißt du, da wäre ich schon fast wieder drauf reingefallen, mein Freund, ne? Das geht ja gar nicht, Leute. Da hätte ich ja gar nicht
Nein! Warum? Okay, Leute. Okay, ich mach das jetzt. Ich zieh das durch, Leute. Das wird in dem Part, das wird funktionieren so. Hermes Boots sind weg. Jetzt rede ich noch drüber. Ja, ich wäre fast drauf reingefallen und dann sowas Trauriges. Egal. Das ist so ein Mindgame hier. Das Spiel, das setzt du den Moment an, ne? Wo dann der Lakai des Bösen auf euch zustürmt. Ihr tötet ihn und gewöhnlicherweise sammelt man dann das Gold auf. Aber hier nicht, meine Freunde. Hier ist das ganz anders. Hier ist das natürlich so, ihr solltet einfach euch nicht von ihm verführen lassen. Vom Lakai des Bösen. So, da ist natürlich das Gold, das ist ganz schlecht. Ich meine, als Mönch könnte man das Gold natürlich anfassen und wieder wegwerfen, aber nee. Nee, wir dürfen das nicht mal berühren, ja. Das ist wahrscheinlich säurehaltig oder basisch. Wer weiß. Ich habe immer Angst, dass da irgendwie Geld in den Truhen drin ist, aber zum Glück wurde ich in der Hinsicht wenigstens noch nicht getrollt. Aber kann sich ja ändern, ne? Das bedarf gar nicht vieler Dinge. Oh shit, ich hätte vielleicht den Apfel nehmen sollen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen mehr Damage und zwar während wir laufen. Also nach vorne, glaube ich. Oh shit, war das gerade schon wieder knapp. Okay, gut, das heißt, ja genau, also ihr habt es gerade gesehen, ich laufe auf den zu und dann mache ich halt im Prinzip Damage. Ich weiß nicht, was ihr gerade habt, also ich habe nichts gesehen. Wir sind in Zone 1 Level 3 und es geht weiter. Alter Schwede, ist das ein harter Modus? Ach komm, ja gut, wisst ihr was? Spielt keine Rolle, wenigstens ist es golden. Ich meine, normalerweise sollte der sich jetzt schon schämen, dass er ein goldenes Schwert überhaupt hat, ne, als Mönch, aber ja, seht ihr, da kommt aus der Kiste natürlich Gold raus, ne. Man könnte natürlich auch wichtige Sachen droppen, ne. Weißt du was, wir tun das jetzt Speedrun, das ist mir jetzt vollkommen egal. So, da ist doch noch was, hier kriegen wir bestimmt auf, putz. Ja, das dürfte für Leben traden. Warum nicht? Das ist ein guter Trade sogar. Ja, so. Das können wir jetzt auch noch wegtraden. Ja, machen wir das. Machen wir das? Nee, oder? Doch. Und zwar nehme ich das... Oh shit, ich wollte fast jetzt noch das Nugget nehmen. Das hätte ich zuerst nehmen sollen, dann hätte es funktioniert. Und zwar machen wir das aus folgendem Grund. War das jetzt gerade der dümmste... Warte mal kurz. Das war doch das Dümmste, was mir hätte passieren können, oder? Weil da springe ich durch den Gegner durch und sammle das Geld auf. Ich wollte das jetzt eigentlich nehmen, weil ich mich sonst immer ablenken lasse von den Gegnern. Also wenn ich einfach mal gerade durchlaufen lasse, laufen will, dann geht das manchmal mit dem Breitschwert einfach nicht. Wisst ihr ja auch. So, ich habe immer noch nicht den Ausgang gefunden. Wär mal angebracht, ne? Guck mal, hier noch ein Item. Seht ihr, bei sowas zum Beispiel. Das ist natürlich immer ganz prima. Schau, hier kann ich nicht durchlaufen. Das kostet mich natürlich Beats, weil ich will die sowieso nicht umbringen. Was bringt's mir? Ja. Nehme ich gerne. So, hier bitte durchlaufen. Das ist wirklich das Minenfeld, ja. Weißt du, das Geile ist an den Minen, dass sie einfach, die sind natürlich sichtbar. Und dann sitzt noch so Minen, wo du drauf treten willst. Ich stell mir das natürlich ein bisschen merkwürdig vor. So eine Tretmine, wo man drauf treten will. Ich weiß nicht, ist da irgendwie ein Muffin drauf oder... Wenn ich... Keine Ahnung, aber irgendwie funktioniert das da. So, hier ist doch bestimmt noch die Secret. Oh yeah. Oh yeah, da habe ich mich nicht verleiten lassen. Ich weiß immer noch nicht, wo der Ausgang ist. Wo ist der Ausgang? Wisst ihr was? Wenn ich den Ausgang nicht finde, dann lasse ich einfach stecken. Dann gehe ich jetzt einfach hier noch ein bisschen rum und sammle einfach kein Gold auf. Gold, 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 Gold. Wir springen durch die Falltür. What? Ich wusste gar nicht, dass man da immer... Oh, okay. Was Neues dazu gelernt, ne? Super. Alle klasse ist das, ne? So, ich darf eigentlich keine Gegner töten. Ich meine, ich bin sowieso der, hier der Träger des Ringes des Friedens, ja? Also ich bitte euch, ja? Wow, das ging schnell. Nichts passiert, Leute. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Also ich dachte, man kriegt ein halbes Herzschaden. Oh, das können wir mal kaputt machen. Nice. Zweiter Shop. Bringt uns leider nichts. Aber wir schauen mal, was drin ist. Ah ja, ich kriege eh alles kostenlos, ne? Dann nehmen wir uns doch mal den Empty Herz Container, ne?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Schinken sogar mehr wert. Vor allem in Zone 1. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst, als ob ich jetzt Zone 1 nicht schaffen werde. Wisst ihr was, ich nehme jetzt diesen blöden Dagger. Da kenne ich jetzt gar nichts. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Das sieht doch schon fast wieder so aus, als wäre hier der... Als würde das hier zu Ende gehen. Auch 2 Münzen reichen aus, um unseren Monk-Freund zu töten. Och Mann, das war so knapp schon wieder. Ah. Meine Güte, das ist sowas von Minesweeper. Das ist total bescheuert. Okay, der Charakter, das ist der absolute Troll, ne? So, ich glaube, wir springen direkt runter, weil ich habe jetzt schon genug rumgeblödelt. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen späden, hier. Oh yeah, Rüstung, nice, Boots of Strength, my favorite. So, hier unten ist doch bestimmt noch eine sekrete Kiste. Transform, was? Transforms nearby weapons, oder? Naja, wahrscheinlich war es dann doch das, was, egal. Egal, einfach nur egal. So, hier kommen wir auch nicht durch. Hervorragend. So, hier unten ist doch bestimmt hier der Ausgang, oder? Kollege. Okay, was haben wir hier? Upright, na wohl. Weißt du, ich darf die eigentlich gar nicht killen, weil wenn ich sie nicht kill, dann nehme ich im schlimmsten Fall halt Schaden, weißt du, das ist auch nicht so schlimm. Aber, wenn ich sie kill, dann liegt Gold rum und da bin ich instant tot. Ich hasse dich. Wenigstens droppt er kein Gold dann. Oh, ist da schon wieder Gold auf dem Boden, ja? Das wird sowas von in die Hose gehen. Warum sammle ich eigentlich noch die Dias auf? Das bringt doch sowieso nichts. Ja, ne? Super Idee, Dominik. Wirklich klasse, ja? Also da habe ich wieder meinen glänzenden Intellekt widerspiegeln lassen, ja? In dieser Aktion. Wandsprengen. Ich meine, ich könnte eine Doppelbombe setzen, aber ist es das wert? Ich weiß es nicht. Ja, also bin ich mir nicht ganz sicher. Hätte ich wahrscheinlich vielleicht sogar tun sollen. Wahrscheinlich vielleicht, ne? Wir sind heute ganz entschieden, Leute. Ganz klar. Ach, kommt schon wieder unser Freund. Egbert. Oh! 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 Yeah! Okay, wir haben den Ring of Peace. Das heißt, hier ist auf jeden Fall jetzt... Oh. Erstmal alles fresh hier. Alle runterkommen bitte. Hier liegen 1000 Minen rum. Aber hey. Oh, ist das bescheuert, Mann. Ich will einfach nur raus, bitte. Das Beste wäre, wenn ich an den Goldhaufen beim Boss sterbe. Oh, nicht die Blues, Mann. Die haben so viele Minions, da kommt so viel Gold. Oh, das ist wahrscheinlich der schwerste Boss, den ich mit dem kriegen kann. Hä? Was? 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 Ich hasse den Boss. Vor allem mit dem Dagger, weil ich kann halt nur eine Figur immer einzeln killen und das ist halt echt bescheuert. Ja, egal, wir gehen nur ganz kurz zur Lobby zurück. Dann zeige ich euch wenigstens noch den Charakter Area. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon zock. Das ist mir echt zu viel Mindfuck, da muss ich mal schauen. Bei Area kommt natürlich hier die ganze Zeit Metal und ihr seht oben, wir haben auch noch einen Trank und einen Charm. I did what I thought I had to, but I failed. I blamed you for so long, but I understand now. This thing must be destroyed. That's right, and only I know how to do it. Stört es euch auch, dass die zwei Figuren die gleichen Synchronsprecher haben? Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Irgendwie finde ich die Story wird irgendwie nicht besser gerade. Ah, Gott, da bin ich schon tot. Also das ist wirklich kein einfacher Modus, aber hey Leute, wir können Geld aufsammeln. Ist das nicht was? So, und ihr seht natürlich, wir haben immer noch nur ein halbes Herz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das upgraden können. Würde mich mal echt interessieren. Ja, komm, wir holen uns das Monokel. Monokel, da bist du ja. Okay, und dann kriegen wir natürlich noch den Feuerball.
Also ich muss sagen, also der ja, natürlich, spring bitte davor. Der Monk, der geht mir echt richtig auf den Keks. Das ist so ein richtiger Charakter, der gibt mir einfach... Der macht keinen Spaß. Doch, der macht schon ein bisschen Spaß. Aber nur, weil das Spiel einen die ganze Zeit trollt. So, pass mal auf hier. Oh nein, jetzt habe ich meine Bombe verschwendet. Und da ist auch noch der... Oh, warte mal. Das muss ich jetzt noch testen, das ist wichtig. Das ist äußerst wichtig. Ah ja, stimmt, der Beat gemisst. Ich wollte gerade testen, ob man sich heilen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, man ist die ganze Zeit auf einem halben Herz. Ja, der Part war jetzt nicht so wirklich erfolgreich, aber ich denke, die muss es auch geben, die Parts. Die sind nicht mal so selten hier. Aber egal. Ich glaube, ich muss Zone 4 jetzt mit Aria halt ein bisschen, ja, außerhalb von einem Let's Play spielen und dann halt nachkommentieren, weil das wird nicht so einfach. Ich glaube, das ist ziemlich heftig sogar, vor allem beim Endboss dann alles richtig zu machen. Und dann werden wir sehen, was bei der Story noch alles so passieren wird. Schreibt, was ihr sehen wollt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ciao, bis zum nächsten Mal.